So, guten Morgen, ihr Lieben. Die Waschmaschine läuft, ich sitze schon am Laptop. Ich bin schon seit 20 nach 6 wach. Ja, jetzt mal gucken, E-Mails und... Keine Angst, ich werde mich gleich auch noch schminken. So, da habe ich direkt mal eine Frage. Nutzt ihr die Google-App? Seid ihr angemeldet bei Google? Arbeitest du eigentlich mit Google Alerts? Ich zeige dir jetzt mal was dazu. Ich schreibe jetzt mal bei Google ein Thema rein. Dann gehe ich oben auf News. Dann siehst du ja das Aktuelle. Dann scrolle ich runter und ganz unten steht Alert erstellen. Da klickst du dann drauf. Und automatisch wird ein Alert erstellt. In dem Fall WhatsApp, Facebook. Da kannst du dann draufklicken und alles, was Google findet zu diesem Thema, wird dir dann per E-Mail zugesendet. Hier kannst du noch auf Optionen gehen und hier kannst du noch Sachen für dich einstellen. Und hier unten. Und schon hast du einen neuen News zu WhatsApp, Facebook in dem Fall erstellt. Und jedes Mal bekommst du eine E-Mail, wenn Google was findet. Kommt, meine Süßen. Komm. So, ich habe jetzt fast alles erledigt am PC. Jetzt muss ich mal rausgehen, ein bisschen frische Luft schnappen. Bis später mal. Ich bin geschminkt. So, wenn ich schon mal rausgehe, kann ich auch die Bücher wieder zurückbringen zur Mediathek. Der will überhaupt nicht scharf. Hallo. So, jetzt aber. Thomas Schwenke. Mit In Ancore können Begriffe gesucht werden, die in Links enthalten sind. Ein Link mit einer genauen Bezeichnung führt schneller zum Ziel als eine Bezeichnung, die irgendwo im Text vorkommt. Das ist interessant zum Suchen.